Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Heute möchte ich Ihnen eine gute Möglichkeit vorstellen, wie Sie Ihr Büromaterial im Büromaterialschrank besser sortieren können und übersichtlich aufbewahren können. So, heute geht es also um den Büromaterialschrank. Ich erlebe häufig, dass die Stifte, Locher, Post-its, Ersatzminen, was auch immer man so braucht in dem Büromaterialschrank, entweder einfach nur so in den Schrank reingelegt werden oder in den Kartons belassen werden, in denen sie geliefert wurden. Der Effekt ist, es entsteht schnell Unordnung und man hat eigentlich gar nicht mehr so den rechten Überblick, wo was liegt. Also man muss da ziemlich durchkramen und suchen, bis man dann zum Beispiel Ersatzminen für den Kugelschreiber gefunden hat. Da gibt es eine wesentlich bessere Möglichkeit, und zwar sind das solche kleinen Kästen. Ja, die gibt es im Baumarkt und gibt es auch in unterschiedlichen Größen und auch unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt mal so zwei Farben ausgesucht hier. Ja, und da kann man wunderbar Stifte, hier diese Nadeln für den Tacker und andere Büromaterialien reinlegen. Wie gesagt, gibt es auch in größeren Größen, wenn es sich dann auch um sowas wie Lineal oder irgendwelche anderen Dinge handelt, kann man das auch ganz wunderbar machen. Man kann sie stapeln, ja, und dadurch eben auch die Fläche, den Platz, den man hat im Schrank, ganz hervorragend ausnutzen, denn das ist ja auch häufig nicht der Fall. Da liegt dann nur so in dem Regalfach ein paar Stifte, aber ja, das Fach ist ja viel höher. Das könnte man ja sehr effizient nutzen. Wichtig ist natürlich, dass Sie dann diese Sachen beschriften. Da gibt es zwei Ideen von mir. Entweder schneiden Sie aus dem Karton, wo das geliefert wurde, oder aus dem Bestellkatalog einfach ein Bild von dem Büromaterial aus und kleben das hier drauf. Nun, das ist dann für die visuellen Menschen sehr einfach zu erkennen, um welche Art von Stift es sich denn jetzt hier gerade handelt. Oder vielleicht haben Sie auch so ein Gerät, mit dem man sehr schön so kleine Beschriftungsschildchen, selbstklebende Beschriftungsschildchen herstellen kann, und dann könnte man das entsprechend beschriften. Ja. Genau, die kosten auch gar nicht viel, diese Kästen. Wie gesagt, man bekommt sie im Baumarkt, vielleicht auch bei Ihrem Büromaterialhändler. Vielleicht hat der sowas ja auch im Angebot. Ja, und schon sieht der Büromaterialschrank viel aufgeräumter aus und man erkennt auch sehr schnell, ob ein Kästchen leer ist oder nicht und was genau da jetzt vorliegt. Also, auf an den Büromaterialschrank und aufräumen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken. Und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.